Noch einmal Zirbe, noch mal Schnauze und Biegel. Welches Bier das heute ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid brav gesund. Ich habe heute mal wieder eine Spezialität aus Wien, aus einer der vermutlich kleineren Brauereien der Stadt. Schnauze und Biegel, eine Brauerei, die ja schon mal hier am Kanal gewesen ist, auch mit einem Zirbenbier. Und ich habe heute das zweite Bier, es ist das Pining Pub. Und da steht oben drauf Bernese Zirben Ale. Also ich glaube auch wieder Berner Sennenhund, also diesmal wieder Abweichung von Schnauzer und Biegel, sondern ein Berner Sennenhund. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, Schnauzer und Biegel haben zusammen mit 1050 und Schalken zusammen ein Bierpaket zusammengestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es das noch gibt, aber schaut mal in den Online-Shops der jeweiligen Brauereien vorbei. Die haben da schöne Bierpakete zusammengestellt und ich bin mir fast sicher, dass es die auch nach Weihnachten noch zu kaufen gibt. Was es über dieses Bier zu berichten gibt, 6,3 Volumenprozent Alkohol. Es ist Gerstenmalz, Weizenmalz und Zirben drin, Hopfen und Hefe und Wasser natürlich. Also bis auf die Zirbe eigentlich alles im normalen Bereich. Und ich glaube, dann müssen wir es uns einfach anschauen. Ich bin mir sicher, diesmal geht das alles ein bisschen besser. Beim letzten Mal hatte ich das Bier ja nicht sitzen lassen. Und es ist mir ziemlich... Es war ein sehr entgegenkommendes Bier, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ich habe dann während der Verkostung, ihr könnt euch das Video gerne anschauen, gemerkt, dass oben drauf stand, dass man das Bier 24 Stunden lang sitzen lassen soll. Und ja, was haben wir denn hier? Wir haben einen kräftigen, ja, leicht cremig-beigen Schaum mit einer mittleren Pore, relativ intensive Kohlensäure unten drin, aber ein schönes goldenes Bier. Nahezu glanzfein. Man sieht fast nur nicht durch, weil so viel Kohlensäure da aufsteigt. Der Schaum, na, wird tatsächlich so fast ein bisschen grobporiger. Hängt wenig am Glas. Oh, da ist viel Zirbe wieder drin. Aber da ist auch ein bisschen Frucht drin. Und die mischt sich mit der Zirbe. Und ich würde jetzt sagen, das ist so ein bisschen Zitrone. Oder Zitrusfrucht zum Beispiel. Eher so ein bisschen ins Orangige. Rein. Bisschen karamelliges Malz. Schönes Süße auch in der Nase. Oh, jetzt wird der Schaum auch... Oh, schau mal, man muss den Schaum sich ein bisschen setzen lassen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch wieder der Zirbe geschuldet ist. Das, was jetzt da ist, dass der Schaum, der hängt schön am Glas und ist auch deutlich feinporiger als vorhin. Ja, so nadelige Öle. In diesem Sinne, cheers. Kräftige Kohlensäure. Sofort die Zirbennote im Mund. Zitrusfrucht wieder mit dabei. So orangig, limettig. Sehr intensive Kohlensäure. Für meinen Begriff tatsächlich... sogar fast ein bisschen zu intensiv. Also man kann das vielleicht im Glas ein bisschen erkennen. Da steigt doch relativ viel Kohlensäure auf. Schöne, leichte karamellige Noten. Schönes, helleres Malz. Dezente Hopfennote, eher so auf der kräutrigen Seite zu Hause. Und es hat eine gewisse Trockenheit auf der Zunge, wobei ich das jetzt eher der Zirbe zuschreiben möchte. Es ist vom Körper her, finde ich, gerade so zwischen schlank und mittel noch irgendwo angesiedelt. Tatsächlich eine sehr intensive Kohlensäure. Leicht ölig in der Textur. Und hinten nach bleibt tatsächlich dieses zapfige, zirbige, ölige am Gaumen hängen. Hat tatsächlich diese Zirbe... relativ lange im Nachtrunk am Hals. Es hat eine schöne, leichte Karamellnote. Fruchtigkeit verschwindet ein bisschen. Und es kommt so eine dezente, kräutrige Hopfennote, die ein bisschen mehr an Fahrt gewinnt, kommt noch hinten dazu. Ich finde, es ist ein schönes Bier. Für mich ist die Kohlensäure ein bisschen zu intensiv.
Aber es gibt Leute, die mögen das sicher. Pining Pub, für die allenjenigen von euch, die Zirber mögen, und das sollen ja in Österreich einige sein, soll auch sehr beruhigend sein, genau wie Hopfen. Also ich habe mir mal sagen lassen, wenn man ein Schlafzimmer aus Zirbenholz hat, dann sinkt der Puls in der Nacht nochmal, keine Ahnung, um 25% oder sowas. Also tatsächlich sehr beruhigend. Pining Pub von Schnauzer und Beagle Brewing aus Wien. Limitierte Auflage von ProbierTV gibt es da für 4 von 5 möglichen Punkten für das Pining Pub Zirbe oder das Zirben Ale mit dem Berner Sennenhund vorne drauf. Ich weiß nicht, was der Schnauzer und was der Beagle dazu sagt, aber es ist ein anderer Hund drauf. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr mir Tipps gebt, was ich zum Beispiel mal von Schnauzer und Beagle probieren sollte, dann immer her damit, schickt mir eine E-Mail, YouTube, Facebook, Blog, Instagram, wo immer ihr mich erreicht. Und dann reden wir ein bisschen über andere Bier. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.